Schwefelsäurefabrik des Homberger Venator-Werks wurde plötzlich stillgelegt. Die Geschäftsführung informierte die Mitarbeiter am Dienstag. In der Nacht zu Mittwoch wurde der Betrieb bereits eingestellt. Die Stilllegung der Schwefelsäurefabrik komme für die Mitarbeiter und den Betriebsrat trotzdem überraschend. Der Betriebsrat verhandelt noch über die voraussichtlich arbeitslosen Mitarbeiter. Die Geschäftsführung hat sich noch nicht dazu geäußert. Am 20. April soll die nächste Schließung kommen. Dann könne die Arbeit in der Schwarzmittelproduktion eingestellt werden. In Hamborn haben die Großarbeiten beim Abriss der Rhein-Ruhr-Halle begonnen. Der Startschuss hatte sich um 3 Monate verzögert. Eigentlich sollte dieser schon Ende letzten Jahres fallen, jedoch verzögerten Schadstoffarbeiten den Abriss. 800 Tonnen Material wurden bereits aus dem Gebäude entfernt, darunter 200 Tonnen asbesthaltige Baustoffe. Mit einer Stahlbetonschere und einem 35-Tonnen-Bagger sollen die Arbeiten nun Ende Juli beendet werden. Nach dem Abriss der Halle soll dort eine neue Feuerwache mit Ausbildungszentrum entstehen, um 2 Standorte zusammenzulegen. Das Kunsthandwerkerfestival in Duisburg startet morgen und läutet die Veranstaltungssaison in der Innenstadt ein. Der Veranstalter betont die Vielfalt von altem Handwerk, traditionellen Herstellungsweisen von Lebensmitteln und künstlerischem Arbeiten. Das Musikprogramm des Festivals umfasst Auftritte von Singer-Songwritern und einem Irish-Folk-Duo. Neben künstlerischen und kulinarischen Angeboten erwarten die Besucher Mitmachaktionen, ein Bungee-Trampolin und Karussells für Kinder. Das Festival findet Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr statt. Am verkaufsoffenen Sonntag läuft das Festival bis 19 Uhr.